Hallo, Stefan Pietrek hier und willkommen zum neuen Video. In dieser Folge geht es um den Akkord H7 oder wie man auch international sagt B7. Den wollen wir gemeinsam lernen und üben und außerdem noch uns zwei Lieder genauer anschauen dazu. Und wie schon in der letzten Folge zeige ich dir diesen Akkord zuerst einmal auf meiner Linkshänder-Gitarre, weil da kann ich ihn schon. Und später übe ich ihn mit dir zusammen auf der Rechtshänder. Kurz noch zum B7. Die 7 hinter dem B bedeutet, dass es sich hierbei um einen Vierklang handelt und zusätzlich zum Grundton, der Terz und der Quinte noch die Septime hinzukommt. Du greifst mit dem zweiten Finger auf den zweiten Bund der A-Seite, mit dem dritten Finger auf den zweiten Bund der G-Seite, mit dem kleinen Finger auf den zweiten Bund der hellen E-Seite und mit dem Zeigefinger auf den ersten Bund der D-Seite. Angeschlagen wird der B7 ab der A-Seite. So, und jetzt probiere ich das nochmal als Rechtshänder. Zweiter Finger A-Seite, zweiter Bund, dritter Finger G-Seite, zweiter Bund, kleiner Finger E-Seite, zweiter Bund und Zeigefinger D-Seite, erster Bund. Und jetzt gucken wir mal, wie der klingt. Nochmal. Meine erste Übung ist jetzt einfach nur das B7 greifen und dann wieder die Finger weg und dann wieder greifen und wieder weg. So, noch einmal. Als nächste Übung wechsle ich jetzt den B7 Akkord mit dem E-Dur und lasse dabei, versuche ich zumindest, den Mittelfinger hier auf der A-Seite liegen. Oh Mann, okay. Damit habe ich jetzt mal ein bisschen zu tun. Ich habe so das Gefühl, das dauert. Kalt. So, ein Lied. Wir hätten ein Lied, das steht hier. Memphis, Tennessee mit E und H7. Puh, viel E, viel H7. Das lasse ich weg. Das lasse ich weg. Memphis, Tennessee lasse ich hier jetzt weg. Sondern ich gehe zur nächsten Übung, die da lautet E, A, E, H7. Viermal E, viermal A, viermal E, viermal H7 oder wie ich so schön sage, B7.
Ich versuche meinen Daumen in einer Position zu halten. Und es klappt eigentlich ganz gut, aber ich muss mich auch wirklich darauf konzentrieren, ihn nicht hier rüber zu bewegen. Jetzt, wenn ich von A zum Beispiel nach E wechsle, dann wird man ganz so ein bisschen verschieben. Und ja, das erfordert etwas Konzentration, hier wirklich den Daumen in der Position zu halten. Aber so muss es sein. Also langsam glaube ich ja, dass es mit den 10 Minuten am Anfang zwar richtig ist und auch gut klappt und auch gar nicht länger geht, weil die Finger hier das gar nicht so wirklich mitmachen. Aber auf die Dauer, jetzt nach ein paar Wochen, wird es dann doch ein bisschen weniger. Also ich merke dann kaum noch eine Veränderung von einem Tag zum anderen. Und jetzt ziehe ich zumindest mal mein Gequassel, was ich hier in die Kamera mache, ziehe ich dann mal von den 10 Minuten ab. Dann wären es ja schon 12, 13. Noch ein bisschen mehr vielleicht. Vielleicht hilft das. Okay, ich bin immer noch beim E, A, E und B7 Wechsel. Immer 4 Schläge, einfach nur abschlagen. Jetzt probiere ich das Ganze mal mit der Bassbegleitung vom letzten Block. Und was ich jetzt auf keinen Fall vergessen darf hier, weil ja nur E, A, E, B7, die beiden anderen Akkorde, D-Dur und G-Dur, versuche ich jetzt nochmal, ob ich es noch kann. In letzter Zeit oft gefragt, ob es für mich nicht viel einfacher wäre, jetzt auch rechtsrum zu lernen, weil ich ja linksrum schon spielen kann und außerdem auch alles weiß. Und so ein bisschen habe ich es auch gedacht, aber ich glaube, das macht kaum einen Unterschied. Ich weiß zwar, wie man die Akkorde greifen muss und den Prozess spare ich mir natürlich, aber der ist ja jetzt wirklich gering, weil da ist ja nicht viel zu wissen. Es ist viel zu können und es braucht einfach Übung. Und ich weiß nicht, ob es ein Unterschied ist vom Lernen her von früher. Das weiß ich nicht mehr, ob mir das linksrum leichter gefallen ist, weil ich halt Linkshänder bin, als es mir jetzt rechtsrum fällt. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ich weiß jetzt nur, dass ich linksrum genau weiß, wo ich bin mit den Fingern. Ich habe ein absolutes Gefühl hier. Und rechtsrum, also mit der linken Hand beim Greifen, habe ich kein Gefühl oder kaum ein Gefühl, wo ich jetzt hier genau bin. Es entwickelt sich langsam,
Aber ich glaube, das dauert seine Zeit. Und vielleicht hängt es ja auch mit dem Alter zusammen. Keine Ahnung. Ich mache das jetzt seit, es müssten jetzt fünf oder sechs Wochen sein. Es ist noch keine lange Zeit. Ne? Aber für jeden, der denkt, ja, ich mache das mal so in zwei, drei Wochen, übe mal ein bisschen Gitarre und es klappt dann, könnte schief gehen. Heute geht es dann endlich mal um ein Lied mit E, A und B7. Und zwar um Can the Circle Be Unbroken? Ich gehe mal kurz den Ablauf durch. Es beginnt mit E-Dur für vier Takte. Die machen wir mal. Nur mit Abschlägen. Vier Abschläge pro Takt. Dann kommen zwei Takte A-Dur. Und wieder zwei Takte E-Dur. Jetzt kommen wieder vier Takte E. Noch ein Takt E-Dur. Dann kommt ein Takt B7. Und wieder ein Takt, zwei Takte E-Dur. Also vier Takte E, zwei Takte A, dann 7 Takte E, 1 Takt B7 und 2 Takte E. Und das wird jetzt mal geübt. Nicht so problematisch. Jetzt kann man das oder soll man das auch noch mit der Bassbegleitung machen, die wir in der letzten Folge bei Blowing in the Wind schon angewendet haben. Versuche ich jetzt mal. Du weißt ja, Bassbegleitung, Bass auf die 1, Basston auf die 1, das ist beim E die E-Seite, beim A die A-Seite und beim B7 auch die A-Seite. Basston. Auf die 1, Basston, auf die 2, Abschlag, auf die 3, Basston, auf die Zählzeit 4. Die nächsten zwei, vielleicht auch drei Wochen werde ich mich mit den Akkorden beschäftigen, die wir bisher gelernt haben. Das war E, A, B7, D und das kleine G, weil es ist ja alles noch ein bisschen schwammig. Ja, also es fühlt sich alles noch nicht so an, wie ich es gerne hätte. Da bleibe ich noch dabei, da mache ich jetzt auch keine Vlogs. Das muss jetzt nicht sein. Und danach geht es weiter mit dem nächsten Akkord, der da wäre in unserem Peter Busch Gitarrenbuch. Wäre das große G. Und dann kommt noch die doppelte Anschlagtechnik. Das heißt, man muss auch mal aufwärts schlagen, nicht bloß abwärts. Mit Plektrum eventuell. Mit Plektrum. Mal schauen, mit Plektrum. Und dann geht es noch zu den Moll-Akkorden. Moll, E-Moll. Fängt es an. E-Moll.
Lady in Black in E-Moll. Okay, gut. Dann kommt noch ein A-Moll. A-Moll kommt noch. Und C-Dur. C-Dur, darf man nicht vergessen. C-Dur haben wir auch noch. Atemlos durch die Nacht. Okay, gut. Das haben wir dann auch noch. Und dann ist der erste Teil fertig. Also das kommt alles jetzt nach einer kurzen Vlogpause von 2 bis 3 Wochen, in der ich weiter übe, 10 Minuten täglich. Und mit meinen Akkorden hier rumfuhrwerke und probiere das alles ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Und ich hoffe, du machst das genauso. Und dann sehen wir uns wieder und dann geht's weiter. Und ciao, bis zum nächsten. Und ciao, bis zum nächsten Video.